Bei mir ist jetzt der Dr. Paul. Der Dr. Paul wird uns erklären, was das Konzept eines chinesischen Zimmers ist. Und danach wird das Ganze wahrscheinlich, soweit ich das verstehe, hier auch stattfinden. Hallo Paul, dann erklär uns mal, wie es lang geht. Hallo Mol. Ja, gut, dass wir so toll vorbereitet haben, weil eigentlich gar niemand von uns hier auf der Bühne stehen sollte, sondern es geht um das Konzept des chinesischen Zimmers von dem US-Philosophen John Searle. Das hat sich mittlerweile zu einem Sinnbild für den Diskurs über künstliche Intelligenz entwickelt. Und zwar in der Weise, dass man sich vorstellen muss, also es ist ein Gedankenexperiment und man muss sich vorstellen, dass man ein Zimmer hat, ein abgeschlossenes Zimmer, und in dieses Zimmer kann man Karten mit chinesischen Zeichen reingeben und drinnen sitzt theoretisch ein Mensch, der diese Karte entgegennehmen kann und dann aus einem Katalog die entsprechende Antwort auf das Symbol raussucht, das auf der Karte ist, und selbiges ausgibt. Und es ist ein Problem rauszufinden, ob drinnen tatsächlich ein Mensch sitzt, beziehungsweise der Mensch Chinesisch kann. Und so ist es eben auch mit künstlichen Intelligenzen, auch wenn man jetzt seinen Smart Home Assistant fragt, ob der lebt oder ein Mensch ist oder sonst was, oder ein Chatbot fragt, ob der lebt oder ein Mensch ist, kann der ja immer behaupten, dass ja oder nein. Und wir haben uns also 4 philosophische Bots vorbereitet, die auch schon online sind, so wie man hier sieht. Sprich, das Ganze wird auch, man sieht hier auch so erratische Mausbewegungen, damit das noch menschlicher wird. Ich hoffe, es geht nicht kaputt. Genau. Und zwar seid ihr eingeladen, in den Chat zu gehen und die dort befindlichen Agenten, sage ich jetzt mal, anzusprechen. Und zwar gibt es 4 Schwerpunkte. Ihr könnt Dr. Paul, das ist quasi der Screen, der hier gerade geshared wird, das steht für mich, könnt ihr ansprechen auf Ethik, Nachhaltigkeit oder einen groben Themenkomplex Digitalisierung. Anwesend ist auch Dr. Moos. Dr. Moos kann angesprochen werden zur Zukunft der Arbeit und zum Themenkomplex Trans- und Posthumanismus. Wird da auch qualifiziert antworten, so die Hoffnung. Dann gibt es Dr. Juan. Dr. Juan kann angesprochen werden in erster Linie zu Anthropologie, also was ist der Mensch, Natur und Maschine. Und offenbar klappt das auch, dass hier geschrieben wird. Genau. Und Dr. Juan kann vor allem auch zu Gott gefragt werden. Also alle Fragen rund um Gott bitte nur an ihn, bei den anderen könnte das zu Defekten führen. Und last but not least gibt es Dr. Friedrich, und er sollte befragt werden zu humanem beziehungsweise technologischem Fortschritt aus werttheoretischer Perspektive. Ich sage jetzt mal den Link, über den ihr euch einloggen könnt. Das ist also zu finden auf datenspuren.de, dort einfach auf MetaMost schauen und dann gibt es einen öffentlichen Kanal. Ah, wunderbar. Bist du gerade? Ja. Ja, und so wie Honky, dann einfach die entsprechenden Leute ansprechen. Der Kanal heißt Philosophisches Zimmer, wie jetzt gerade gesagt, also datenspuren.de/ds2020/channels/philosophisches Zimmer. Genau, das ist quasi jetzt nur so die kurze Ankündigung und die Erklärung, warum dass vielleicht es erstmal ein bisschen langweilig wird, dass es nur den Chat gibt und dass der Chat gestreamt wird, aber das ist natürlich der Witz, dass man nur einen Chat hat. Und während ich hier stehe, funktioniert ja offenbar auch der mich vertretende Bot. Ja, genau. Also, soweit zur Einführung. Und dann würde ich mich über das Gespräch hier freuen, beziehungsweise im Anschluss sollten auch noch 4 Leute bei dem Work Adventure online sein und können auch dort noch persönlich angesprochen werden, sollte hier im Chat irgendwas nicht funktionieren. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit.
und freue mich auf euch.